Hey Leute, ich hoffe, bei euch ist alles klar. Ich bin gerade vom Training gekommen, will jetzt noch ein Video für euch aufnehmen. Es geht um den Fury-Wilder-Kampf. Auf wen wollte ich setzen? Was halte ich davon? Ja, es ist eine schwere Sache. Ja, es ist kein Kampf, worauf ich eigentlich setzen würde, weil es halt eine ausgeglichene Geschichte ist. Die Buchmacher, die Quoten zeigen es. Ja, bei Tipwin, wo ich gerade geguckt habe, ist 1,85 zu 1,85. Und ja, beim ersten Kampf habe ich wirklich gedacht, Wilder gewinnt durch K.O., was ja auch fast passiert wäre. Aber Fury, wie er es gemacht hat, keiner weiß es, keiner ist je aufgestanden bei sowas, aber er hat es gemacht. Also es ist wieder eine ausgeglichene Geschichte, wo man schwer sagen kann, wer gewinnt. Nummer 1, Regel beim Sportwetten, wette natürlich nicht auf den Boxer, für den du irgendwelche Gefühle hast oder auf jeden Fall Fan bist. Ich will natürlich, dass Wilder gewinnt, weil ich den Puncher halt cooler finde und der so Druck macht und so weiter. Aber es kann halt auch anders ausgehen. Ja, wie ich das sehe, könnte auch mir wieder vorstellen, dass der Kampf unentschieden endet. Ja. Also, guck mal, beide waren in der Vergangenheit psychisch angeschlagen. Und der eine hatte Probleme, ja, Fury, dann natürlich angeschlagen, dann wieder zurückkommen. Aber das zeigt doch immer, dass ja, man muss ein bisschen psychisch angeschlagen sein, um zu boxen. Ja, man muss über seine Grenzen gehen, man muss auch mal mit was Gebrochenen weiterkämpfen und so weiter. Da kann man nicht normal sein. Und weiter, wie gesagt, ich finde natürlich gut, dass er so ein Abdreher ist und bis zum Äußersten geht. Und deswegen gehe ich auch davon aus, wie gesagt, Fury ist schon zweimal aufgestanden, aber dass er diesmal noch ein bisschen konzentrierter da reingeht. Wer weiß, die anderen Kämpfe, wenn er Rückkämpfe gemacht hat, ist er da immer noch ein bisschen besser am Start gekommen und war konzentrierter und konnte das alles noch ein bisschen umsetzen und war motivierter. Ja, und ebenfalls, wo er gegen Luis Ortiz nochmal das zweite Mal gekämpft hat. Ja, was noch? Ja, es hört sich jetzt wieder komisch an, ich werde bestimmt dafür Hate-Kommentare kriegen. Aber ich glaube, ein ausschlaggebender Punkt ist, denke ich noch, dass Wilder ein krankes Kind hat, weswegen er angefangen hat mit Boxen, was ich da so gelesen habe. Und das ist eine immense Motivation, denke ich, was ihn nochmal pusht. Und er kämpft für was. Ja? Gut, so viel Hintergrundinformation muss ich jetzt leider sagen, habe ich nicht, wie es bei Fury aussieht. Aber man sieht ja diese Willensstärke und für was er es macht. Und ich denke mal, da kann er noch mal, da haut er noch mal eine Schippe drauf und kämpft um alles. Ja? Gut, wir wissen nicht, was Fury jetzt, wie er sich vorbereitet hat. Vielleicht hat er jetzt den ultimativen Plan entdeckt, man kann es nicht sagen. Aber es ist wie gesagt schon eine Möglichkeit da, wenn wieder beide ein bisschen Psycho sind und beide Ausnahmeboxer und beide alles geben werden, um es diesmal zu schaffen, dass es doch wieder ein Unentschieden wird. Ja. Das Beispiel: beide haut ihn dreimal runter, Fury ist ein besserer Boxer, es wird wieder Unentschieden gewertet. Wer weiß das schon? Vielleicht sollte man mal eine kleine Summe auf Unentschieden setzen. Das ist eine 20er-Quote. Ja, da kann man schon mal ein bisschen was rausholen. Nicht die Unsummen, mal vielleicht 100, 200 Euro. Also, ich würde vielleicht mal auf Wilder setzen und einen Unentschieden noch zusätzlich machen. Ja, das war jetzt meine Meinung dazu. Und ich werde jetzt mal wieder Videos raushauen. Ja, war lange weg vom Fenster, aber jetzt bin ich wieder motiviert. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ich bin erstmal raus.